da! Nein! Nein! Helmut! Sabine und Helmut Pohlmann werden brutal in ihrem Haus überfallen. Der Räuber bedroht das Ehepaar, verletzt es leicht, kann fliehen. Zurück bleiben zwei völlig verstörte Menschen. Die Polizei rät dem Ehepaar, schnellstmöglich auch psychische Hilfe zu suchen, geben den Tipp Traumaambulanz. 2 Tage später. Die Pohlmanns besuchen die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Uniklinik Münster. Bei der Anmeldung habe ich gehört, dass Sie sehr schnell einen Termin gewünscht haben. Und ich habe auch gehört, dass Sie unter einer erheblichen Belastung wohl gelitten haben die letzten Tage. Professor Gerion Häuft hat die Traumaambulanz aufgebaut für Menschen, die Opfer einer Gewalttat geworden sind. Der große Vorteil, die Patienten müssen nicht Wochen auf einen Termin für eine qualifizierte Behandlung warten. Also Menschen, die solche schwerwiegenden Erfahrungen erlebt haben, sind ja oft gefühlsmäßig ganz aufgelöst. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass ihnen signalisiert wird, hier gibt es eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden können, die sie beraten kann, was auch gefühlsmäßig zu tun ist, dass sie wieder Herr oder Frau im eigenen Haus werden. Während des Erstgesprächs macht sich der Psychotherapeut ein Bild vom Zustand der Patienten. Verarbeiten sie das Geschehen aus eigener Kraft oder ist eine spezifische Behandlung notwendig? Wenn ein normaler Verlauf ist, bekommen die Menschen das erklärt als normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis und wir helfen ihnen in wenigen Stunden, sich mit ihren eigenen Kompetenzen da wieder rauszuentwickeln. Wo eine schwerwiegende Symptomatik besteht, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, setzen wir spezifische therapeutische Hilfen an. Wenn die nicht erfolgen, dann drohen familiäre Konflikte, Arbeitsplatzkonflikte bis hin zu anhaltender Arbeitsunfähigkeit. Das LWL-Versorgungsamt Westfalen in Münster. Während die Behandlung beginnt, trifft hier der erste Bericht über den Gesundheitszustand der Opfer ein. Er beinhaltet auch den Antrag nach dem Opferentschädigungsgesetz. Hier entscheiden Mitarbeiter aus verschiedenen Berufsgruppen, welche weiteren Leistungen und Maßnahmen möglich sind. Das Opferentschädigungsgesetz greift immer dann, wenn es sich um Gewalttaten handelt, das heißt Taten gegen die körperliche Integrität des einzelnen Bürgers. Da der Staat für den Schutz der Bürger verantwortlich ist, muss er auch dann eintreten, wenn er halt den Schutz nicht gewährleisten konnte und dann zumindest Schadensersatz bzw. Entschädigung leisten. Dabei spielen nicht nur Traumaambulanzen eine wichtige Rolle. In dem Fall ist es so, dass auch langfristig, wenn die Gesundheitsstörungen Folge der Gewalttat sind, die Therapiemaßnahmen kostenmäßig getragen werden. Berufliche Reha und Wiedereingliederung, soziale Reha und Wiedereingliederung, Rentenzahlungen nicht zu vergessen, Kosten für Pflege und Betreuung und noch zahlreiche weitere Maßnahmen. Um diese Hilfe zu ermöglichen, hat das LWL-Versorgungsamt Westfalen Kooperationsverträge mit Kliniken geschlossen. 10 Krankenhäuser kümmern sich um Kinder und Jugendliche, 9 behandeln Erwachsene. Verteilt auf das gesamte Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe kümmert sich dieses Netzwerk so um Opfer von Gewalttaten. Wie beim Ehepaar Pohlmann. Nach dem diagnostischen Gespräch behandelt Professor Häuft die Eheleute getrennt. Sabine Pohlmann reichen 5 Behandlungsstunden, um das Geschehen weitestgehend zu verarbeiten. Ja, doch. Helmut Pohlmann hat der Überfall stärker getroffen. Die Bilder tauchen plötzlich blitzartig auf. Manchmal laufen sie wie ein Film vor ihm ab. Wie ist es in der Zwischenzeit gegangen seit der letzten Woche? Der 45-Jährige braucht eine intensivere Behandlung. 5 Sitzungen werden in der Akutphase vom LWL-Versorgungsamt Westfalen übernommen. Weitere 10 können hinzukommen. Wenn Sie jetzt einfach mal an die Szene denken, können auch ruhig dabei sagen, was Ihnen einfällt. Professor Häuft wendet eine Konfrontationstechnik an. Voll konzentriert auf die Bewegung soll sich der Patient an die Bilder aktiv erinnern. So sollen sie auf Dauer verblassen. Sonst droht eine posttraumatische Belastungsstörung. Wir setzen schon in der ersten Stunde mit Stabilisierungstechniken an. Das heißt, die Erinnerungen, die oft sehr belastend sind, werden für die Betreffenden wieder steuerbar. Das ist oft eine große Hilfe. Wenn wir dann weitergehende therapeutische Techniken einsetzen müssen, dann spielt vor allen Dingen die EMDR-Behandlungstechnik eine Rolle, die eine Konfrontationstherapie ist.
um zu helfen, mit den Emotionen besser umgehen zu können. Die Pohlmanns hoffen, den Überfall verarbeitet zu haben, körperlich, aber vor allem auch seelisch. Nicht zuletzt durch die schnelle und unbürokratische Hilfe der Traumaambulanz.